Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln und erste Info, ich bin erkältet, habe aber ganz tollen Tee bekommen hier von meinem Gast heute, der wunderbaren Nessie Tausendschön. Hallo. Hallo. Endlich hat es geklappt. Ich bin ja ganz lange an dir dran, aber du bist total beliebt. Halt viel unterwegs. Ja, ich war ja zwischenzeitlich auch in deinem Programm. Das stimmt. Und das war irre. Also das war, aber wir, da kommen Dankeschön. Wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen gelesen, du bist in der nächsten Anstalt. Stimmt das? Das stimmt, das stimmt. Ja? Ja, da freue ich mich sehr drauf. Also die haben ja mittlerweile, man hat ja am Anfang Angst gehabt, irgendwie schaffen die es in diese Fußstapfen reinzuwachsen. Und das stimmt. Ist mittlerweile. Wie findest du die Anstalt? Das würde mich interessieren. Ganz fantastisch. Ich finde Max Uthoff und der Klaus von Wagner, die machen das toll. Ich habe mir jetzt auch in der Mediathek noch ein paar von den Folgen angeschaut. Ich finde das wirklich bewundernswert, wie die wirklich alle 4 Wochen ein neues Programm schreiben. Und wirklich toll und richtig, richtig themenbezogen und es ist witzig, es ist gut. Die haben tolle Gäste. Ich bin begeistert. Und auch diese Ensemblearbeit. Also ich hätte nie gedacht, dass man Jochen Busse und Norbert Blüm in so eine Sendung einmal. Ich bin auch gespannt, was sie mit dir vorhaben. Du darfst wahrscheinlich noch nicht so viel verraten. Ich weiß ja selber noch nicht viel. Ich weiß das Thema, was ich aber bestimmt noch nicht sagen darf. Aber mehr weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Wir werden das live miterleben. Wunderbar. Gerade auf diese Ensemblearbeit freue ich mich. Also sowas mache ich auch gerne. Improvisieren und auch mit anderen Leuten spielen, was ich ja, wenn ich alleine unterwegs bin, nicht machen kann. Deshalb, ich freue mich wirklich sehr. Wunderbar. Also bevor ich zu der Künstlerin komme, die andere Geschichte, die ich ganz toll finde, natürlich, ich bin ja gebürtiger Erlanger. Und jetzt wollte ich kurz mit der Studentin, Nessie Tausendschön, mit der Ex-Studentin. Was studiert man in Erlangen? Ja, selbstverständlich Theaterwissenschaft, iberoromanische Philologie, Philologie und ich habe noch deutsche Sprachwissenschaft. Also Germanistik. Iberoromanische Philologie. Das ist spanische Literaturwissenschaft. Okay. Es war aber nur mein drittes Fach. Frag mich nicht nach Spanisch. Ich kann nicht mehr gut und ich habe ich musste den Lazarillo de Tormes lesen und solche Sachen, Schelmenromane, aber das ist das dritte Fach, also das wird im Prinzip nur. Also was viele nicht wissen, die nicht aus Erlangen kommen, da ist ja eine tolle Theaterszene und auch Markgrafentheater, Garage, 50-50, da habe ich meine Jugend verbracht, das ja. Kabarett und da bist du wahrscheinlich auch gewesen immer. Ja, im 50-50, im Kino, wie hieß das Kino noch? Die haben ein tolles Lammspiele. Glockenspiele. Nein, irgendwas mit Spiel. Also jedenfalls in Schauburg. Auch nicht. Weiß gar nicht mehr. Schlimm. Das fängt jetzt an. Ich frage auch nicht, wie lange das her ist. Gut. Das schon 70, 80 Jahre her. Also es war eine schöne Zeit. Also, doch, Erlangen erinnere ich mit... Also noch oft und ich bin da immer mit dem Motorrad hingefahren, weil ich 30 Kilometer entfernt wohnte als Studentin und ich bin da immer mit dem Motorrad. Ich hatte zuerst eine MZ und dann also eine Yamaha, einen Softshopper und bin immer sommers wie winters mit dem Motorrad dahin gefahren. Also ich erinnere Erlangen mit viel Frieren, ja? So um die Nieren geht. Okay. Wir sind jetzt hier in Köln, bei Köln. Natürlich verrate ich nicht für die Stalker, wo das ist, aber wir sind jetzt in deinem total, würde ich sagen, in deinem Büro. Büro, aber es ist ein Prinzessinnen-Office, finde ich. Das ist find ich das. Deine Meinung. Es ist ein Arbeitsbüro. Das ist das Büro Tausendschön. Und hier entstehen deine Programme, deine ganze Arbeit entsteht hier in diesem Raum. Nein, ich würde sagen, die Programme entstehen beim Rumfahren und Rumgucken, mit Menschen sprechen und vor allen Dingen bei Fahrten im Zug oder im Auto. Aber hier schreibe ich es nieder, was mir irgendwo kommt und was ich mir notiert habe. Aber die Ideen, die kommen von außen. Wie ist es, wenn man so ein Programm... Jetzt muss ich mal ein bisschen fragen und du kannst aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Ich habe jetzt Dutzende Kabarettisten schon interviewt und... Ich erkenne sie nicht wieder,
wenn sie gerade dabei sind, an ihrem Programm zu schreiben oder kurz davor sind, fertig zu werden. Das sind Nervenbündel. Hat nur einer oder eine gesagt, es wäre super einfach und er wäre oder sie wäre froh, ein Programm zu schreiben? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Wie, es ist eine qualvolle Zeit. Wie ist das? Man hat ja die Erfolge hinter sich und dann, was macht den Druck aus? Ja, die Erfolge oder die liegen ja hinter einem oder einer. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, jedes Mal ein sich in Frage stellen. Ist die Quelle versiegt oder sprudelt sie noch? Ist das weiterhin interessant für andere Menschen? Fällt mir was ein? Und also ich erinnere mich beim letzten Programm, bei Die wunderbare Welt der Amnesie, ich habe lange wirklich so gehadert und dachte, das ist alles hohl und flach zugleich, wenn das irgendwie ginge. Also ich fand es alles schrecklich und ich dachte, nach 25 Jahren auf der Bühne immer noch dieses sich inkompetent fühlen, schlecht und nichts ist gut genug. Und dann haben wir geprobt, der Regisseur und ich, Thomas Köller, und der hat immer gesagt, Mensch, das ist doch super, mach doch, das ist doch, das reicht, mach dir keine Sorgen, sorge dich nicht. Ich habe ihm nicht geglaubt. Mhm. Und ganz lange. Und jetzt, ja, und irgendwann nach der ersten Voraufführung, da wusste ich, die war eine Katastrophe, aber trotzdem wusste ich, es funktioniert. Und ich bin nicht der Wurm, den ich die ganze Zeit über beim Schreiben war. Also wenn man die so fragt, so entweder vor der Kamera oder in der Öffentlichkeit, dann sagen die cool, nee, das ist überhaupt kein Problem. Aber du redest sehr offen darüber, dass das wirklich... Nee, das letzte Mal. Jedes andere zweite Mal ist ein bisschen einfacher. Mhm. Aber es ist bei mir jetzt in der Vergangenheit, wenn ich zurückblicke, jedes zweite Programm ist schwer zu erarbeiten. Also sich wieder neu aufzustellen, sich neuen Themenbereichen zuzuwenden. Und jedes andere zweite ist wieder leicht. Also das nächste Programm wird mir leichter fallen. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe auch schon die Hälfte. Ja. Fast die Hälfte habe ich schon, sehr glaube ich. Fleißig. Ich war ja, ist gar nicht lange her in deinem Programm. Und was mir sehr aufgefallen ist, ich bin ja ein sehr fleißiger Kabarettbesucher. Mir ist aufgefallen, dass es scheinbar so ein richtiges Handwerk ist und dass du tatsächlich mit dem Publikum spielst. Also da muss ich mal wirklich fragen, du konntest abrufen jedes Gefühl, das du wolltest auf dieser Bühne und hast das sehr aktiv betrieben und alle haben mitgemacht. Wie funktioniert das? Das ist ein Glücksfall. Also das funktioniert nur, wenn man wach im Hirn ist. Also das hängt auch immer mit der biologischen Kurve zusammen. Also es gibt Tage, da bin ich nicht so offen für Dinge, die von außen kommen, dann ziehe ich es mehr durch. Und manche Abende sind, da merke ich, ich bin sehr flexibel und frei und auch offen für das, was gerade passiert. Und dann gelingt was. Dann entstehen. Du hast ein Dutzend Mal die Erwartungen des Publikums gebrochen. Und sie waren begeistert. Das hat mich eigentlich fasziniert. Also, dass sie sagen, hey, jetzt geht diese Fahrt los und dann biegst du ab. Und es kommt wieder was ganz anderes. Und das fand ich... mich hat es gewundert, dass die Leute das so mitmachen, aber das ist wohl Handwerk. Das, alle waren total begeistert. Ich übrigens auch. Dankeschön. Ja. Nee, also wie gesagt, das gelingt nicht immer, dass das einem alle folgen, aber wenn ich einen guten Tag habe, dann gelingt vieles und dann habe ich auch das Gefühl, ich könnte die miesesten Texte machen, wenn gutes Licht ist, guter Sound und ich gut drauf bin, dann spielt das nicht so eine große Rolle. Mich interessiert immer bei Gesprächen, was die Motivation meines Gegenübers ist. Wie schafft man es in 25 Jahre, dieses Handwerk zu betreiben? Habe ich mich neulich auch gefragt. Ich weiß, also was treibt denn einen an? Man steht ja morgens auf und macht das, statt eine Bäckerei zu haben oder ins Handwerk zu gehen oder so. Was treibt dich an, auf die Bühne zu gehen? Ich habe ja einerseits von der Qual berichtet, neue Programme zu machen, aber genauso die andere Hälfte ist auch eine Freude. Dass wieder was Neues entsteht, dass einem wieder was einfällt. Ein neues Lied. Ich zum Beispiel, wenn ich einen neuen Song geschrieben habe, auch oft mit William, dann will ich den unbedingt machen und zu Ende machen, weil ich mich freue. Das ist, naja, das klingt
eine Geburt. Also es ist einfach, dann ist ein neues Lied in der Welt oder ein neuer Text ist in der Welt, dann will man den auch fertigstellen. Oder ich will ihn fertig machen und komprimieren, so dass er so verdichtet ist, dass es eine Nummer wird und in irgendeiner Weise die Welt darstellt. Also meine Welt, aber auch das, was ich wahrnehme. Gebären ist gut. Siehst du einen Unterschied zwischen weiblichem und männlichem Kabarett? Oh ja, ja, sicher. Wo sind die Unterschiede? Erst einmal haben Mann und Frau immer noch einen unterschiedlichen Status in der Gesellschaft. Mhm. Und Humor hat auch immer was mit sich über anderes, über andere Dinge oder andere Personen zu erheben zu tun. Und deshalb ist vollkommen mir einsichtig, wieso jetzt Frauen erst im Kommen sind. Dass es immer mehr tolle und lustige Frauen gibt, die auch Themen beackern, die auch andere Leute interessieren. Also, dass einfach mehr Publikum kommt. Zum Beispiel hier Caroline Kebekus, Liobe Albus, Tina Teubner-Winz, gibt tolle Frauen. Wir haben einen anderen Humor. Also, und auch andere Themen, über die berichtet wird. Mhm. Obwohl jetzt Michael Mittermeier zum Beispiel auch ein Buch über Kinder gemacht, ein Buch und ein Programm nicht, ja, über Kinder gemacht hat. Also die Überschneidungen werden häufiger. Oh. Aber ich glaube schon, dass wir einen unterschiedlichen Humor haben, Männer und Frauen. Ich habe darüber mit Anni Hartmann bei einem Interview gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, und das Publikum hat eher eine männliche Sehgewohnheit. Ob weiblich wie männlich im Publikum, es gibt so Sehgewohnheiten. Und jetzt kombiniert mit dem sich erheben, will das Publikum nicht, dass Frauen sich erheben? Was schätzt du? Doch, ich glaube schon in der letzten Zeit, auch wenn ich so jetzt Sendungen wie die Ladies Night mit Gerburg Jahnke, wann hat das angefangen? 5 Jahre gibt es die Sendung schon. Und am Anfang wurde das so ein bisschen belächelt. Ach komm, das ist die Frauengeschichte, die machen ja nur Windel, Menstruationskabarett. Und mittlerweile haben die super Quoten, die teilweise über etablierten Kabarettsendungen liegen. Und auch der Fankreis wird immer größer. Nicht nur Frauen gucken das, natürlich vornehmlich, aber großer Erfolg. Deshalb, also ich glaube, das ist alles so im Kommen. Ja. Man kann ja nicht alles immer gleich haben. Also, schön, ich hoffe, wir werden das miterleben. Also auch in der Kabarett-Szene. Ich sehe ja immer die Programme der verschiedenen Häuser und finde die Quote der Kabarettistin ziemlich niedrig. Kann es mir noch nicht erklären. Anni Hartmann konnte es mir ein bisschen erklären. Ich würde mir mehr davon wünschen. Anni, ich glaube, wenn ich das jetzt, ich höre diesen Gedanken jetzt das erste Mal, aber ich kann das nachvollziehen, dass tatsächlich der Humor auch noch eher männlich als weiblich ist, also bei der Rezeption, auch im Theater, obwohl es meist die Frauen sind, die ihre Männer mitbringen, meistens. Ja? Ja, hab ich den Eindruck. Wie ist es, wenn man da auf der Bühne steht und merkt, da ist ein Typ, der wurde da hingeschleppt? Wie erobert man den? Ich konzentriere mich nicht auf Einzelne, ich bearbeite das ganze Publikum als Masse. Nein, und also meist kriege ich sie, weil ich ja auch politische Texte drin habe und ja, Gott sei Dank kein Menstruationskabarett mache. Meist schaffe ich es auch die Männer zu gewinnen, die mitgeschleppt wurden. Also die sind dann oftmals sogar relativ erstaunt. Ja. Ja, auch jetzt über Handwerk und auch über die Musik der William McKenzie, der mit seinen Gitarren dabei ist, und dann, wenn er Slide-Gitarre spielt, dann schmelzen die Männer dahin. Ja. Ja. Es ist, ich habe mich schon als Jugendlicher gefragt, wenn ich im 50-50 saß, was ist es, was da zwischen Publikum und Künstler läuft? Das ist wie so eine Luft, die man einatmet, irgendwas ganz Besonderes. Ist es das, was du auch suchst? Also diese permanente Beziehung mit dem Publikum? Ja, aber wie ich gesagt habe, das suche ich nur, wenn ich das Gefühl habe, ich bin flexibel. Mhm. Manche Tage sind einfach grauer, wenn es regnet oder beispielsweise, wenn ich müde bin, weit gereist bin, ist es natürlich schwerer, den welken Leib auf die Bühne zu schleppen. Aber wenn alles passt, ist es schön. Also es ist schön, wenn es schön ist. Es heißt ja, Künstler wollen geliebt werden vom Publikum. Willst du geliebt werden? Erstmal wahrscheinlich ja.
Aber es ist mir auch, auch eine Herausforderung, wenn ich merke, da ist jemand, nehmen wir mal an, mitgeschleppt und der hasst mich von schräg hinten links oder so. Und ich spüre das. Also ich glaube, das ist ein Talent, was ich habe. Ich merke ungefähr, also ich nehme wahr, wie weit ich gehen kann bei, bei Publikümern, also bei unterschiedlichen Zusammensetzungen von Menschen, die gekommen sind in die Vorstellung. Und ich spüre manchmal, also von Männern erstmal Skepsis oder sowas und dann schaffe ich es aber schon, meistens, würde ich sagen, sie dahin zu ziehen, dass ihnen das Programm gefällt und dass sie klatschen, applaudieren. Also vielleicht kriege ich es auch manchmal nicht mit, dass es nicht so ist, aber so ein Gefühl habe ich. Also das nehme ich wahr. Nach so einem langen Bühnenleben, was sind die Dinge, die einen inspirieren? Ja, auch andere Künstler, Theater, Musik. Ich kann mich in Musikkonzerte setzen, symphonische und die Augen schließen und dann wirkt die Musik und an mir ziehen Bilder vorbei oder auch Ideen. Ich habe plötzlich Ideen, wenn ich was sehe und denke, oh, und plötzlich kommt mir eine ganz andere Idee. Also Kreativität schafft andere Kreativität. Also, ist also gegenseitiges Befruchten. Ja, das ist ein Befruchten. Ich habe gehört, du warst jetzt auch vor kurzem auf einem Konzert in Berlin. Ja. Erzähl mir bitte davon, das fand ich witzig. Ich war die WDR Big Band hat zusammen mit einem amerikanischen Jazzsänger, Kurt Elling, der mein Lieblingssänger ist, zum 25-jährigen Mauerfall ein Konzert gegeben und das Ganze hieß Freedom Songs. Und ich hatte auch die Gelegenheit, in Köln die Probe miterleben zu dürfen. Das war sehr interessant, also wie präzise die üben und wie sie proben. Und aber in Berlin hat das nicht gelangt. Die wurden ausgebucht. Du sagst, einen der besten Jazzsänger? Einen der besten, meiner Meinung nach ist es der beste Jazzsänger der Welt. Technisch unerreicht. Und das ist ein toller Sänger und aber nicht er wurde ausgebucht, sondern eins der Stücke. Da habe ich gleich mehrere Fragen. Also wie ist es für eine Künstlerin, die permanent vor Publikum steht, permanent so viel Beachtung und Liebe bekommt, die Rollen zu tauschen und quasi, ja, wenn ich so sagen darf, einen Künstler anzuhimmeln für einen Moment oder... Ja, den habe ich tatsächlich angehimmelt als Sangesgott, den Kurt Elling, der hat mich auch in höchstem Maße inspiriert. Also ich habe den zum ersten Mal, ich glaube 2010 oder 2011 bei den Leverkusener Jazztagen live gesehen und ich war wie bezaubert. Und der hat mich, der war eine Weile meine Muse. Also seine Musik hat mich glücklich gemacht und ich habe dann auch, ich habe wieder Gesangsunterricht genommen. Nicht, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich werde irgendwann auch nur mal halb so gut wie Kurt Elling. Nein, einfach, der hat mich inspiriert. Der hat mich freudig erregt, auch wenn ich meine Gesangsübung gemacht habe. Und seitdem singe ich mich auch jeden Tag ein. Also ich übe fast jeden Tag und auch vor den Auftritten singe ich mich immer ein. Und ich habe seitdem bessere Laune. Ja, das ist wie, ich vermute auch gymnastische Übungen, Sport, lockert auch auf, macht glücklich und genauso funktioniert das auch mit Gesangsübungen. Und das ist eigentlich auf Kurt Elling zurückzuführen und in eine ganz tolle Gesangslehrerin, die ich habe und auch einen wunderbaren Logopäden. Und wenn man im Publikum sitzt und dann wird der ausgebuht, was ist das für ein Gefühl? Erstmal Mitgefühl als Künstlerin? Ja, man fühlt schon mit und weil, vor allen Dingen, weil die überhaupt nicht wussten, also der Dirigent und auch der Kurt Elling, der Sänger, wieso, was da jetzt passiert ist. Die wurden nicht wegen der Musik ausgepfiffen, sondern es war einfach zu flach, textlich und musikalisch zu flach für die Berliner. Und das vielleicht, anspruchsvolle du sagtest, Berliner. Sie sind verwöhnt. Ja, die Berliner sind eindeutig verwöhnt für jemanden wie mich, der immer 40 Kilometer fahren muss oder 50 Kilometer, um ein Kabarettprogramm zu bekommen. Und die haben das halt vor der Haustür. Und dann können die auch mal buhen. Ja, und plötzlich war ich unglaublich dankbar, dass mir das noch nie passiert ist. Weil ich habe mir vorgestellt, was würde ich denn machen, wenn ich vollkommen überraschend, während ich denke, das ist in Ordnung, was ich mache,
ausgepfiffen oder ausgebuht werde und es stehen Leute auf und gehen raus. Protestierend sind die rausgegangen. Und ich bin ganz dankbar, dass ich in Berlin noch nie ausgepfiffen wurde. Was kommt auf uns zu? Also wir haben jetzt über Vergangenheit geredet, über Aktuelles, aber hat man da noch so total andere Pläne noch für die Zukunft? Ja, ich habe irgendwann einmal vor, das traue ich mir jetzt noch nicht zu, da müssen vielleicht noch 2-3 Jahre ins Land gehen, einmal ein Monolog, also ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Ich habe auch schon ein Thema, einen Titel, aber das möchte ich nicht sagen, sonst ist der Titel Schwupps dich weg. Also das ist eine Herausforderung, das muss ich auch mit jemandem machen, mit jemand anders, dass man sich befruchten kann beim Schreiben. Mhm. Weil ich bin keine sehr fleißige Schreiberin aber wenn ein Termin da ist und jemand anders, wo man sich Bälle zuwerfen kann, ich glaube, dass ich dann das noch besser könnte. Das ist eine Herausforderung. Ja. Und ansonsten mache ich im nächsten Jahr, im 2015, sind im August die ersten Vorführungen eines neuen Programmes, welches Knietief im Paradies heißen wird. Und das ist schon... Naja, ich würde mal sagen, knapp zur Hälfte habe ich Texte. Ich weiß nicht, welche von diesen Nummern es ins Programm dann schafft, aber... Ich bin nicht ganz materiallos. Also ich habe Themen, das ist ja auch eine schöne Spanne, also zwischen Knietief in der Scheiße und Mitten im Paradies, das zu bestücken mit Texten, mit Szenen, ja, mit Liedern. Ja man weiß ja auch nie, ist das eine Liedermacherin, eine Kabarettistin, eine politische Kabarettistin. Also es ist ein ziemlich buntes Programm, wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder, ne? Ja, ich hoffe es. Ja, das ist... Wenn mir genügend einfällt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich auch. Ich stelle immer zum Schluss, nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Erster Begriff ist Liebreiz. Liebreiz? Mhm. Und wie viel soll ich dazu sagen? Also was da fällt mir möchtest? Ein, Prinzessin, Charme, Positivität, also mit Sonnigkeit durchs Leben gehen. Mhm. Zweiter Begriff, Wollust. Ein wunderbares Wort. Und jetzt, wo du sagst, da kann man ein schönes Lied von machen. Einen schönen Text. Ja, Wollust. Sexuelles Begehren. En gros. Also, ja. Todsünde? Der dritte Begriff ist Köln. Ja, das hat lange gedauert, bis ich warm geworden bin mit dieser Stadt, aber jetzt liebe ich sie sehr. Also Köln, denkt man ja immer, diese rheinische Fröhlichkeit. Also ja, es dauert ein bisschen auch, bis man als Norddeutsche, ich komme aus Hannover, mit einer Stadt wie Köln warm wird, aber vielleicht geht das Menschen in Hamburg oder Berlin auch so. Also, ja. Köln ist die Ferne. Für manche, ja. Ja, für manche nicht. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und für dieses Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich auch. Und ja, und viel Erfolg weiterhin. Also, ich erlebe dich wahnsinnig lebensfroh, lebenslustig. Und manchmal bist du nachdenklich und kurz danach kommt. Dann hast du eine gute Phase erwischt. Du und deine Phasen. Also, dann habe ich dich immer nur in einer guten Phase erwischt bisher. Da habe ich echt Glück gehabt. Ja. Das ist, ja, doch. Die Melancholie hört auch dazu zum Leben und die ist immer wieder da. Und gepunktet hast du heute sowieso, weil du auch Sammeltassen hast. Und ich sammle die ja bekanntlich. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast, das sagt uns die liebe Nessie, ist... Thilo Seibel. Dankeschön und ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Ja, danke.